Caddies, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie. Und ich weiß, heute in den Videos kein Konnichiwa, sondern ein Hallo. Ich wollte heute mal international sein. Nein. Wir haben jetzt eine Folge realer Irrsinn. Und zwar eine Folge, die uns der Schildi vorgeschlagen hat. Ja, und wenn diesmal alles funktioniert, dann ist ja hier irgendwo, seht ihr, dass da irgendwo Schildi steht, vorgeschlagen von. Genau. mache ich jetzt so. Jedes Mal, nicht nur in der Beschreibung, sondern auch hier im Video gibt es eine Einblendung. Die gab es ja auch schon bei den letzten zwei oder drei Videos. Wenn ich bei einem habe ich es, glaube ich, nicht richtig reingekriegt. Da habe ich es irgendwie rausgelöscht. Keine Ahnung. Gut. Und zwar geht es heute um den Regierungsterminal des BER. Der BER ist ja so wie Stuttgart 21, eine Neverending Story. Es gibt da viele, viele tolle Sachen. Wisst ihr, unter anderem ging er zum Beispiel nicht an den Start, weil die Lichtschalter nicht eckig, sondern rund waren. Warum auch immer das für eine Betriebsgenehmigung wichtig ist, ob ein Lichtschalter eckig oder rund ist. Also mir würden manchmal runde Lichtschalter besser gefallen als eckige, aber ein eckiger macht genau das gleiche wie ein runder. Ein kleiner Funfact übrigens, falls ihr mal in die Elektronik geht, ein Schalter ist ein Sensor und kein Schalter. Ja, genau. Mein Lehrer, der das jetzt gehört, wenn er das jemals hören sollte, wird die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil ich den Fachbegriff für das zweite nicht auswendig wusste. Aber ich hab gerade andere Dinge im Kopf. Gut, wir wechseln mal rüber in den Live-Bereich. Da habe ich das Ganze nämlich schon vorbereitet. Natürlich nur dann, wenn das... So, Moment. So, jetzt. Zack. So, jetzt habe ich es vorbereitet. Seht ihr mal, live. Das ist live. Sowas passiert nur im Live. Nicht in der Nachbearbeitung. Nein, in der Nachbearbeitung seht ihr das natürlich auch, weil ich das nicht rausschneiden werde. Gut. Genau. Ja. So. Machen wir. Ihr seht schon, ein schönes Wasserspiel. Wir schauen uns das an und hoffen, dass auch der Schildi diesmal wieder eine schöne, tolle Folge uns da reingepackt hat. Gut, also rein geht's. Angeblich läuft es ja nicht so am BER, nur weil hier immer noch ein paar Bauzäune stehen und niemand fliegen kann. Ja, mittlerweile kann man da auch fliegen. Stellt euch das mal vor. Ja, also es ist eine ältere Folge, das wissen wir ja. Aber mittlerweile kann man da auch fliegen. Aber ich glaube, darum geht es heute ja in diesem Video gar nicht. Also fast niemand. Ja gut, ist auf der großen Baustelle BER eine Sache längst fertig. Und zwar der Terminal für Regierungsflieger. Hier gilt ein Mann, ein Wort. Versprochen ist versprochen. Moment, die haben in Berlin allen Ernstes einen extra Terminal nur für Leute. Jetzt wird das Ganze noch witziger. Und zwar, wenn ihr das vor... das sollte sich vielleicht Frankfurt mal überlegen, das auch einzuführen. Obwohl, wir wissen ja, in Frankfurt haben wir ja sowieso ein anderes Problem mit unserem Flughafen, was die Sicherheit angeht, teilweise. Falls ihr das vor kurzem gelesen habt, unser Bundeskanzler war ja hier in Hessen und dann fuhr er mit seiner Kolonne zum Flughafen und ein Fahrer, beziehungsweise er war nicht in Frankfurt, er war in Wiesbaden. Wiesbaden war, genau. Und fuhr von Wiesbaden nach Frankfurt zum Flughafen und es hängte sich an der Autobahn ein normaler Fahrer hinten ran und fuhr bis zum Rollfeld mit, um ihn dort zu umarmen. Ich möchte nicht in der Haut derer gesteckt haben, die zu diesem Zeitpunkt Security waren, denn die dürften sich ja dann einen neuen Job suchen, weil sowas geht gar nicht. Vielleicht sollte sich Frankfurt daran ein Beispiel nehmen und auch so ein Terminal schaffen. Oder haben wir den schon? Weiß ich gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Müsste ich demnächst mal fragen, wenn ich auf dem Flughafen bin. Sodass er dann im Sommer 2018 fertig wird und damit die Bundesregierung in ihren Interimsflughafen einziehen kann. Hey, wenn sie das geschafft haben, es war 2016, dann ist doch gut. Das Problem ist nur, was nützt der Terminal, wenn da kein Flugzeug fliegt? Der Terminal hat nur schlappe 70 Millionen Euro gekostet. Kleines Problem, die Bundesregierung kann erstmal nicht einziehen. Ja, eben, aber 70 Millionen. Und dann... nein, ich sage jetzt nicht, was mir auf der Zunge liegt.
70 Millionen. Das ist nicht euer Ernst. Und dann streitet ihr euch wegen Kleinigkeiten. Okay. Und warum können sie nicht einziehen? Ganz einfach, nehme ich mal an, weil da halt auch nichts fliegt. Weil wo sollen sie auch hinziehen? Die Situation ist die, dass der Interimsterminal momentan nicht genutzt wird, weil man offensichtlich in der Tat über die Baustelle dort die Flugzeuge lotsen müsste. Das ist sicherheitsrelevant. Und deswegen steht der Terminal leer und verursacht Kosten von ungefähr 90.000 Euro im Monat. Okay. Moment. Also, der Regierungsterminal ist fertig. Der könnte auch genutzt werden, aber die Baustelle steht im Weg. Finden wir den Fehler. Dann kostet das Ding jeden Monat 90.000 Euro. Jetzt weiß ich, warum die Leute in Berlin so Probleme mit ihren Mieten haben. Wenn ein Gebäude schon 90.000 kostet im Monat. Nee, das sind Dinge, da möchte ich eigentlich gar nicht drüber nachdenken, aber ich tue es trotzdem und nee, nicht wirklich. Also, Childi, ich kann dir jetzt schon sagen, ich liebe diese Folge jetzt schon. Denn bewacht wird er natürlich jetzt schon, auch wenn er erst in Betrieb gehen soll, wenn der BER 2020 ganz sicher, hoffentlich, eventuell, vielleicht fertig ist. Wir wissen ja, dass es das auch noch nicht so ganz geklappt hat. Es wurde ja noch ein bisschen länger, hat es gedauert, bis er fertig war. Also noch mehr rausgeschmissenes Geld. Doch danach wird er auch bald schon wieder zumachen. Moment, Sie haben für 70 Millionen ein Terminal hingestellt, der 90.000 Euro im Monat kostet, nur um ihn kurz danach der Eröffnung wieder dicht zu machen. Haben die noch alle Tassen im Schrank? Okay, gut. Frage zurückgezogen, es sind Politiker. Denn bis 2025 soll neben dem vorläufigen Regierungsterminal der endgültige Regierungsterminal entstehen. Noch größer, schöner, teurer. Für 344 Millionen Euro. Ich habe gerade Lust, mich in eine Bahn zu setzen, nach Berlin zu fahren und Ihnen 344 Millionen Mal jedem Politiker vor den Kopf zu schlagen. Oder auf den Hinterkopf. Nein, nicht vorne, auf den Hinterkopf. Weil wir wissen ja bekanntlich, leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Vielleicht werden sie dann endlich mal schlau. 300. Wisst ihr, wie vielen Leuten ihr damit helfen könntet? Und zwar hier in Deutschland und nicht irgendwo in der Welt da draußen. Hier bei uns. Ich weiß, dass das jetzt populistisch klingt. Ist es aber nicht. Auch nicht so gemeint. Aber es gibt hier in unserem Land genügend Leute, die massive Probleme haben. Und dabei rede ich jetzt nicht von denen, die schon sowieso ganz unten stehen. Die haben wirklich massive Probleme. Ich sage jetzt nur mal 49-Euro-Ticket und Schufa- bzw. Kreditreformkontrollen. Bescheuert. So, ja. Sondern auch der Mittelstand hat massive Probleme. Das Handwerk hat massive Probleme. Und dann werden solche Summen für solch einen Unsinn herausgeworfen. Hey, Politiker sind auch nur Menschen. Lasst sie durch den normalen Terminal gehen. Dann kriegen sie vielleicht mal mit, was hingeht, was in ihrem Umgebung und in ihren Ländern oder in ihren Besuchsländern vor sich geht. Und nicht diese Abgehobenheit, weil sie irgendwo denken, sie leben 50.000 Kilometer über dem Rest ihres Landes oder ihrer Welt. Der Interimsterminal ist dann überflüssig. Deswegen sind diese 70 Millionen Euro verschwendetes Geld. Sehr verschwendetes Geld, weil, ich könnte doch wieder die Tischplatte beißen. Am BER, das wäre ja neu. Diese billige Baracke ist einfach nicht repräsentativ genug, sagt die Bundesregierung. Ja, die Bundesregierung. Hört auf, euch selbst zu beweihräuchern und euch irgendwelche tollen Sachen zuzuschanzen. Denkt endlich mal an eure Bürger. Ihr seid gewählte Volksvertreter und nicht gewählte Götter. Himmel, Herrgott. Hey, diese Folge, mein Blutdruck. Mein Hausarzt würde jetzt schon wieder auf den Tisch tanzen. Um den international üblichen protokollarischen Anforderungen gerecht zu werden, ist für das Empfangsgebäude als Visitenkarte der Bundesrepublik Deutschland eine angemessen repräsentative Gestaltung vorgesehen. Okay, wenn ihr das wollt, dann baut eine Holzhütte. 2x2 Meter reicht. Das repräsentiert Deutschland im momentanen Zustand. Genau.
Dieses popelige Gebäude reicht vielleicht Provinzpolitikern, aber nicht der Bundesregierung. Es ist luxuriös und hat gehobenen Standard. Mit VIP-Bereichen für die Staatsgäste, mit den Bereichen für Protokoll, für Pressekonferenzen. Alles, was man für ein Regierungsterminal benötigt, ist dort vorhanden. Und bald auch doppelt. Nur weil etwas fertig ist, ist es ja nicht gleich fertig. So läuft das am BER. Ich muss mich kurz sammeln. Entschuldigung. Also erstmal Schildi, danke. Danke, 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 danke. Geile Folge. Mein Blutdruck ist oben. Ich bin wach. Alles perfekt. Super. Ja, was soll ich dazu sagen? Rausschmeißen Geld für unsinniges Zeug kann unsere Bundesregierung wunderbar. Da sind wir uns alle einig und die werden das auch nie lernen, dass das nicht so geht. Aber ich habe die klitzekleine Hoffnung, bei BER hat es ja auch geholfen, eine klitzekleine Hoffnung, dass sie irgendwann, vielleicht in diesem Jahrhundert nochmal wach werden und schlau werden. Ja, aber solange wir einen Finanzminister haben, der den Leuten sagt, wenn ihr nicht mit der Bahn fahren könnt, kauft euch einen Porsche. Ja, gut. Was soll man dazu sagen? Ich finde zum Beispiel auch die Kindergrundsicherung eine super Idee. Unser Finanzminister blockiert sie, weil er dämlich ist. Ja, genau. Also, ja. Gut, okay, das war jetzt fast nicht so nett gesagt und meine Monetarisierung ist jetzt auch hinüber und überhaupt und ja, genau. Aber ich bedanke mich dafür bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Bedankt bei Schildi habe ich mich ja schon. Wenn ihr euch bei mir bedanken wollt, weil ich das schön reacted habe, ein Däumchen, ein Abo und eine Glocke wird auch hier irgendwo da, ich glaube so in der Mitte vom Bildschirm eingeblendet. Habe ich jetzt neu gemacht? Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Ich entwickle mich weiter. ja, und wenn ihr Anregungen, Kritik habt oder sonst was loswerden wollt, Vorschläge habt, ab damit unten in die Kommentare. Ich reagiere drauf. Und wenn ihr das Original mal ohne Kommentar sehen wollt, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und da ist auch Twitch verlinkt. Und noch so ein paar Sachen, die ich noch anpassen muss. Weiß ich. Und ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sagt euch Tschüss. Ach nee, stimmt noch gar nicht. Ich sage noch nicht Tschüss. Wisst ihr warum? Ich habe nämlich was ganz Wichtiges vergessen. Ich sollte natürlich auch liken. Sonst kommt es wieder vor, dass ich das Video nochmal like, weil ich denke, ich habe es nicht geliked. So, jetzt aber. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Eure Josie.